Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, haben wir so gedacht, komm, ich nehme mal nachts auf. 0:30 Uhr jetzt gerade. Oh, macht's nicht wirklich besser. Es ist so. Ah, gut. Ich würde mal sagen, oh, müssen wir nämlich mal ein bisschen Golemen Lindbusch. So, nee, den will ich nicht, ich will den. Haben wir, da können wir eben schnell mit ranfahren. Schnupp. Den ausblenden, das ist, ja, hier können wir eh nicht hinfahren. Okay. Jawohl. Haben wir noch schon den ersten Einsatz? Ah. Wollte er nicht so ganz. So, ab ins Protokoll. Ja gut, das war zu erwarten, dass da jetzt nicht so wirklich was fertig geworden ist. Weil dafür müsste man auch erstmal was machen. War ja jetzt die Tage nicht so ganz so der Fall, aber im Wetter. Mal nachdenken, da macht keiner was. Zumindest nicht viel. Und man mag es auch kaum glauben, aber selbst bei dem Wetter trinke ich nur Wasser. Wasser kurz von der Polarluft geküsst und dann mehr oder weniger in eins rinnen in den Kopf. Irgendwie so in der Art. Ja. Irgendwas muss man ja trinken, ne? So. Ich würde sagen, haben 140.000. Bist du jetzt mal so langsam? Nee, morgen. Morgen fertig. Okay, das heißt, wir können hier morgen dann die Rettungshandel hinstellen. Ja, und theoretisch könnten wir auch eigentlich die Wasserrettung hier unten starten, ne? Ja, haben wir. Ja, lassen wir das ab. Lassen wir das mal erstmal vorerst. So, ich hoffe, jetzt kommt hier langsam mal irgendwie Gewitter oder sowas, weil ich war gerade noch draußen und man sieht es schon. Hab gerade mal geguckt. In ganz Niedersachsen ist nichts. Richtig Richtung Westen. Also, das ist schon echt heftig. Also, dann wird das das sein, was momentan im Ruhrpott ist. Bis hier sieht. Echt heftig. Das ist echt heftig. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Aber. Man hat sagen, man lernt sich, man lernt nie aus. Nein, er hat ja mit Lernen nichts zu tun. Es ist so, gibt halt immer mal was Neues, ne? Ist also gut. Ja, es ist klar, dass der KTW außer Dienst ist. Sparen auf die nächste Feuerwehr, wenn gut ist. Oder auf die nächste Polizei, irgendwie sowas. Was brauchen wir denn? Wir brauchen 200.000. Ah. Wenn die Einsätze gut fallen, dann bis zur nächsten Aufnahme. Auf jeden Fall. So, ich lasse jetzt mal so ein bisschen laufen. Sprechwunsch. Erzähl nebenbei noch so ein bisschen was. Machen wir aber zwischendurch was auch. Du bist ja auch aber. Sprechwunsch. 21D, das ist ein Bundeswehr. Ich sehe, ich bin gut. Bin gut, ich bin gut. Tralali, tralala gut. Ja. So.
Leute, ich sag's euch, es ist ein Traumbrösel-Tabak. Ja, das hat jetzt aber auch nichts mit Brösel, dem Zeichner von Werner, zu tun, sondern das ist hier gebröselter Tabak. Abgesehen davon, wisst ihr was? Ich war ja vorhin auf Gassi. Dann hab mir Mais mitgenommen. Hab mir zwei Maiskolben mitgenommen. Ja, so. Alter, die Dinger, die sind immer, wenn du die frisch machst, also wirklich vom Feld direkt in den Topf, ja, gekocht, durchgekocht, danach schön mit Butter geschwenkt. Leute, ich sag's mal, ein geileres Essen gibt es nicht. Leider ist das ein Saisongemüse. Ich das öfter essen. Muss man an der Stelle schon mal echt sagen. Also, kannte ich so jetzt nicht, habe ich mir gedacht, ach komm, weißt du was, wenn du da eh schon vorbeiläufst, machst du mal. Nimmst du mal mit. Also auf 1, 2, also. Nein, ganz ehrlich, also wäre da jetzt der Landwirt dabei gewesen, oder, ne? Also hätte ich gefragt, hätte ich gesagt, hier komm, weißt du was, hier komm, hast einen Euro, gut ist. Ne, so ist ja nicht. Ne, ich bin ja kein Unmensch. Bin ja auch nicht, dass ich hier irgendwie von irgendwie, ne, dass ich den da was wegnehmen will. Ich denke mal auch ein, zwei kommen. Also das ist. Ich meine, da liegt ja genug noch nach der Ernte rum auf dem Feld, ne? Da kannst du ja stoppeln und so weiter und so weiter. Aber nicht drüber reden. Aber so lecker! Ah. Ein Träumchen, sag ich euch. Kannte ich so nicht. Also beziehungsweise also kannte ich schon, aber habe ich so noch nie gemacht. War nur gegrillt, sonst was, ne? Aber so gekocht, in Butter geschwenkt, oh. Leicht gesüßt, oh. Ein Träumchen, sag ich mal. Ich hab gleich schon wieder Hunger. Alter, was sind denn so zwei Kolben, ne? Ist auch nix. Ja, bis. Hätte ich einen Flughafen hinschicken können. Seht ihr? Ist da was weit? Nee, pass auf. Wir machen das jetzt mal ganz einfach. Ich will hier nämlich mal langsam so ein bisschen vorwärts kommen. Dann sparen wir doch lieber nochmal ein mehr und bauen dann in Langenhagen gleich die Flughafenfeuerwehr. Also damit wir da schon mal die große Wache haben und, ne? So machen wir das. Ich will auf jeden Fall ja Flughafenfeuerwehr haben. Habt ihr auch so viele Mücken und so? Das ist momentan echt. Das ist echt nicht feierlich. So schön ist anders. Also ich gehe schon fast kaputt, was kleinen Fressen mit also hier Insekten angeht. Schön, dass so viele Insekten da sind. Wir brauchen Insekten. Ja. Aber warum müssen die mich immer beißen? Menowehr. Bin ich auch nicht toll. Gibt nicht toll. Gar nicht. Dabadabadam. 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 Ah, muss ich mal wieder gucken. So viel gucken. Oh mein Gott. So. Na, warte. Sprechwunsch. Sprechwunsch. Oh, es windet leicht. Es windet leicht. Oh, ist das schön. Oh, Fliege. Blödes Fliegeviech. So, du kriegst ein HLF, der Polizei und den und lass mich lügen, du brauchst auch ein EW. Und zwei Löschfahrzeuge. Okay. Dann sollst du das bekommen. Sprechwunsch. Oh, habt ihr von dem Waldbrand an der A7 mitgekriegt? Komm ich gerade drauf wegen Fahrbahn. Alter,
Der Regierungsbrandmeister war mit draußen. Alter, wann liest man mal in einem Bericht, dass der Regierungsbrandmeister mit draußen ist? Also hier in Niedersachsen, da muss dann schon Ostern, Weihnachten und Silvester auf einen Tag fallen. Über 500 Einsatz. Das ist irgendwie 8, knapp 30 Hektar Wald standen da in Flammen. Sollen sie aber wohl irgendwie in den Griff gekriegt haben. So, gut. Schicken wir. Dich. Und was brauchst du? Du brauchst ein RTH noch dazu. Na gut, dann sollst du den bekommen. Ach, man hätte man gar nicht alle mehr müssen. Naja, der ist so dabei. Aber egal! Ist ja nicht so, dass wir rettungsdiensttechnischen Hamburg irgendwie einen großartigen Engpass hätten, ne? Jo, hier schicken wir gleich den Hubschrauber mit. Das ist klar. Als Unfall im Garten. Warte, komm, dann darfst du auch mal los. Brennende Baumaschine. Brennenden. Sprechwunsch. So. Können wir dich losschicken. Sprechwunsch. Ja, Sprechwunsch ist in Ordnung. Ich eile. I am clicking. So, können wir hier schon mal wieder ein bisschen unterscheiden, so ein bisschen. Machen wir jetzt noch die Krankentransporte. Muss mal irgendwie gucken, dass ich die gesamt, dass ich alle KTWs, die ich habe, dass ich die nachts rausnehme. RTW fahren. Gucken wir dich los. Musst du losfahren. Jo, hier schickt man RTW los. Schickt man KTW los. Musst du losfahren. Und was haben wir hier? Eine ungünstige Konstellation. Rettungsdiensttechnisch sind wir jetzt im Harz ausgedrückt. Auch mehr NKTWs. Viel, viel mehr NKTWs. Ich sag's so. Er hat jetzt hier eine NKTW so geschickt haben. Oh. Hier, guck mal. Du. Komm, was hat hier von 0 bis 0? Speichern. Da haben wir nämlich wieder ein Mehr. Ja, hier haben wir tatsächlich nicht einen einzigen Rettungswagen mehr. Ja, gut, im Zweifel hätten wir hier noch, ne? In 41, 85, 10. Ansonsten haben wir ja auch dann jetzt hier den 83, 84, 10. Auch nicht das Ding. So, oh, Schlucker zur Rolle nehmen. Eiskalt schmeckt Wasser wirklich gut. Also schmeckt da nichts. Aber bei den Temperaturen schmeckt selbst alles andere da nichts. Sprechwunsch. Was? Hab ich eine Ehe vergessen? Was ist denn da los?
Geht ja gar nicht. Ja. Katastrophal. So, haben wir jetzt hier noch ein RTW? Jawohl. Sprechwunsch. Sehr schön. Gut. Ja, wir müssen uns dann in der nächsten Folge über die sagen. Ist nämlich schon wieder soweit. Ja. Morgen, übermorgen, beziehungsweise, also, ja doch, morgen, übermorgen. Ihr werdet sehen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss.